Herzlich willkommen zu einem neuen Part Dragon Age Origins. Wir sind bei Part 62 und ich bin schon mal etwas hier hingelaufen, weil wir mussten dann doch noch mal ins Viertel zurück. Ich habe es ein bisschen durch. Was war das? Was war das denn? Also wir müssen noch mal zurück ins Diamantenviertel, weil wir ja zum Prinzen möchten. Und wenn wir mit diesem Prinzen geredet haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, weiter in die tiefen Wege voranzukommen. Warum das so ist, ich frag das mich nicht. Ich weiß das nicht, warum es so ist. So, ich hoffe, dass ich ihn hier gleich irgendwo finde. Ich gehe jetzt wirklich ganz strikt dem Pfeil hinterher. Hat er noch irgendwas zu sagen? Fahrtag. Der Prinz weiß eure also Dienste Glück. Zu schätzen. Nun, ihr habt euch wirklich selbst übertroffen. Die ganze Stadt redet davon, dass endlich mal jemand in der Stadt des Staubs aufgeräumt und die Kater wie Genlocks beseitigt hat. Oh, jetzt wollte ich gerade was trinken. Ich habe getan, was ihr verlangt habt. Habt ihr meine Truppen? Was? Noch nicht. Die Beseitigung von Javia hat geholfen, aber um Harrowmont endgültig loszuwerden und die Debatte zu beenden, brauchen wir etwas Dramatisches. Was wisst ihr von dem Paragon Brother? Sie war eine Schmiedin und Erfinderin. Vor 2 Jahren hörte sie von etwas, das die Ahnen erschaffen hatten. Sie ließ alles zurück und ging in die tiefen Wege. Sie ist der einzige Paragon seit 4 Generationen und hat ihren Pflichten den Rücken gekehrt. Ein Paragon ist wie ein Ahne, der in unserer Zeit geboren wird. Wenn sie zurückkäme, würde ihre Stimme die ganze Versammlung aufwiegen. Mit ihrer Unterstützung könnte jeder unangefochten den Thron besteigen. Ihr wollt sie also zurückbringen, damit sie euch als König empfiehlt. Ich hoffe, dass ihr sie zurückbringt, damit sie mich als König empfiehlt. Wie ist Branka so? Ich kenne sie nicht persönlich. Vor 2 Jahren galt ich noch als Kind und hatte keinen Kontakt mit den Obersten von Orsamar. Man munkelt, ihr Geist sei ohne Beispiel, aber ihre Umgangsformen könnten mit ihrer Begabung bei weitem nicht Schritt. Also ist sie so ein bisschen durch die Tür dann. Haust du mit der Tür ins Haus fallend, okay? Ich werde es für euch finden. Dann gehen wir beide in die Geschichte ein, als Retter eines Paragon. Bisher haben meine Männer Brankas Spur bis zu Caradons Kreuzung verfolgt, die seit 4 Jahrhunderten in der Hand der Dunklen Brut ist. Dort endet sie. Mit euren Wächterkenntnissen könntet ihr vielleicht finden, was meine Männer übersehen haben. Okay, wo ist das denn? Ihr müsst die tiefen Wege durch die Minen betreten. Zum Schutz der Stadt ist das der einzig offene Weg. Caradons Kreuzung liegt viele Meilen tief in den Tunneln. Früher einmal war es ein Hauptverkehrspunkt. Aber vor Brunker hat dort über Generationen keiner mehr den Fuß hingesetzt. Okay. Ich brech sofort auf. Seid bedankt. Sucht sie bei Caradons Kreuzung. Ich werde versuchen, die Wahl bis zu eurer Rückkehr aufzuschieben. Yay, wir können... Das heißt also, wir können wirklich jetzt in die tiefen Wege hin. Nein, weiß ich noch was zu sagen? Nee, du bist einfach nur. Okay, nee, wir müssen da lang. Und da kamen wir ja auch. Wir machen einmal kurz einen Aufstieg. Aufstieg! Stärke auf jeden Fall. Konstitution. Kampftechniken. Und das möchte ich gerne. Ja. Ja, also das nächste Ziel ist dann die tiefen Wege. Ach Quatsch, jetzt laufe ich da lang. Und ich hoffe auch noch, dass ich einen Mitstreiter bekomme. Ja, jetzt können wir auch die ganzen anderen Quests machen, wo die Mutti da ihren Sohn oder ihre Tochter da, nee, den Sohn war das, glaube ich, wo die den sucht, können wir jetzt machen. Wir müssen jetzt ja ein bisschen, ein bisschen weiterkommen.
Aber den werde ich nicht mitnehmen. Ich werde weiter, glaube ich, bei Ellie bleiben. Also es wird jetzt wahrscheinlich so. Jetzt werde ich mit dem Typen dann nochmal sprechen, der jetzt auch da um die Ecke steht. Seid euch gewahr, dass ja, bla bla. Stand der hier? Nee, der stand noch nicht da. Der stand da um die Ecke. Belen ist ein böser, böser Mann. Was? Ist Orgrin wieder da? Orgrin ist ein Trunkenbold. Er kommt zwei oder dreimal die Woche hierher, um Leute für eine selbstmörderische Suchaktion nach Branka zu finden. Er wird dabei richtig aggressiv. Man könnte Angst kriegen. Aber nachdem er den jungen Lord Mino getötet hatte, haben sie ihn praktisch kastriert. Was meint ihr denn mit kastriert? Nun, er hat Lord Minos jüngsten Sohn bei einem Duell bis zum ersten Blut getötet. Es war ein Riesenskandal. Orgrin sollte hingerichtet werden. Aber er hat sich in den tiefen Wegen große Verdienste erworben. Also haben sie ihm alle Waffen weggenommen. Und ihm jeden Kampf innerhalb der Stadtgrenzen untersagt. Hält er sich nicht daran, wird er verbannt. Kann ich mal das erfahren? Branka ist seit 2 Jahren fort. Noch nie hat jemand einen so langen Aufenthalt in den tiefen Wegen überlebt. Die Suchtrupps haben nie etwas gefunden. Aber Orgrin will dafür weiterhin Leben aufs Spiel setzen. Ich sollte gehen. Wenn ihr Wachen seht, sagt ihnen, dass Orgrin es wieder mal versucht. So. Muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, wir wollen den ja unbedingt haben. Ich habe jetzt noch mal einmal ganz kurz schnell nachgeschaut, wie ich den Wittling bekomme. Aber den bekomme ich ganz automatisch, weil er mir entgegenkommt. Ich dachte, jetzt müsste ich mit dem Typen hier noch mal reden. Was aber nicht der Fall gewesen ist, da haben wir das jetzt alles noch mal zum 10. Mal gehört. Ich bin der Mensch, ich mag das ja nicht, wenn man mir so Sachen 10-mal erklärt nacheinander. Dann das nervt mich schon ein bisschen wenig, sehr viel. Ja, deswegen. Gucken wir einfach mal, ob er mir jetzt entgegenkommt. Ich hoffe es doch. Wenn du ein Gruppenmitglied auswählst und dann war der Text weg. So. Also er müsste mir jetzt entgegenkommen. Dann lassen wir es mal darauf ankommen. Tiefen Wege sind doch aber da, oder nicht? Ja, wir gehen jetzt erstmal einmal hier lang. Ist er das? Hallo? Stadt des Staubes. Mache ich irgendwas falsch? Muss ich irgendwo hin? Warte mal kurz. Niemals ohne Seife. Oh ne, wir müssen doch dahin. Okay. Ja, ich muss ja das immer auch sagen. Ansonsten weiß ich immer nicht, wo Norden, Süden. Das ist so kleinkinderhaft irgendwo. Aber ich kann es einfach nicht. So, dann geht es mal weiter im Text. Müsstest du mich jetzt. So, und dann geht's weiter. Es gab eine kleine Störung. Hat jemand geklingelt und ich musste aufmachen. Ich bin dieser graue Wächter, also ist sie richtig. Achso, ich muss erstmal meinen Controller wieder anmachen. Nun, wenn ihr das Beste seid, was die Wächter anzubieten haben, dann sind die Anforderungen wohl ziemlich gesunken. Oh, wow. Aber zumindest würde das erklären, was ein Mensch in Osamar macht. Dürfte ich euch um einen Gefallen bitten? Ist das denn eure Art, jemanden zu schmeicheln, von dem ihr euch Hilfe erhofft? Mein Name ist Orgrin
Und wenn ihr schon mal von mir gehört habt, waren es vermutlich Geschichten, dass ich Bier pisse und kleine Kinder erschlage, die mich schief ansehen. Und natürlich stimmt das irgendwie auch. Aber was nie jemand erzählt, ist, dass ich der Einzige bin, der noch immer versucht, unseren einzigen Paragon zu retten. Und wenn ihr Branka wirklich finden wollt, bin ich der Einzige, der weiß, wonach sie hier unten gesucht hat. Das könnte bei der Suche nach ihr verdammt hilfreich sein. Ich habe gehört, sie haben noch irgendwelche Technologie der Ahnen gesucht. Das wissen eine Menge Leute. Aber ihr wisst nicht, was genau es ist, oder? Ich weiß, was Branka hier wollte und wie sie danach gesucht hat. Und ich nehme an, ihr wisst alles, was Belens Speer über den Ort herausgefunden haben, an dem sie verschwunden ist. Wenn wir unser Wissen miteinander teilen, können wir Branka vielleicht finden. Wenn nicht, viel Glück. Wollen wir nicht schon genug bewaffnet, Ehre? Ich weiß nicht genau. Werdet ihr euch benehmen? Wir reden über die tiefen Wege. Ich werde dunkle Brut erschlagen. Etwas anderes zählt ja wohl nicht, oder? Branka war brillant, aber leider ergab bei ihr 1 und 1 viel zu oft 12. Wenn ihr sie finden wollt, braucht ihr jemanden, der weiß, wie sie denkt. Oder der das Spiel schon mal durchgespielt hat. Gut, wir sind uns einig. Ihr solltet wissen, dass Branka nach dem Amboss der Leere gesucht hat, dem Geheimnis des Golembaus, das vor Jahrhunderten verloren ging. Der Schmied Carradine hat ihn hergestellt und dank ihm lebte Orzammar 100 Jahre in Frieden. Die auf dem Amboss geschmiedeten Golems beschützten die Stadt. Soweit man weiß, wurde der Amboss im alten Ortenteig hergestellt. Dort wollte Branka mit ihrer Suche beginnen, vorausgesetzt, sie kann ihn finden. Sie wusste nur, dass er jenseits von Carradins Kreuzung liegen muss. Seit 500 Jahren hat niemand mehr diesen Teig gesehen. Belen hat mir eine Karte gegeben. Ich kann Carradins Kreuzung erreichen. Wenn wir gehen wollen, sollten wir endlich aufbrechen. Branka wird sich verdammt nochmal nicht selbst finden. Ja gut, ist ihm eigentlich aufgefallen, dass er irgendwie nichts beantwortet, was ich ihm, ja, gesagt habe? Bei allen. In der Tat. Ja. Soll ich ihn mitnehmen? Ja, meinetwegen. Ho, 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 ja, ja. So, dann gehen wir weiter. 3 Taktikfelder erhalten, okay. Ach so, das sind die Taktikfelder? Müssen wir jetzt noch mit dir reden? Wenn Belen König wird, wird er nach vorne marschieren. Ob wir dann wieder etwas Lass Land zurückerobern? Okay. Ja gut, dann geht's auf in die tiefen Wege. Ja. So, das ist Carradins Kreuzung. Mich würde ja mal interessieren, ob ich überhaupt von dem Weg zum anderen da komme, zu diesem anderen Adventeig. Aber wenn das halt nur so geht. Und ich glaube auch dieses komische Schwarze, was man da sieht, ist wahrscheinlich nur Achso, es wird geladen. wird wahrscheinlich die schwarze Brut sein oder so. Also die Grenze dazu kann ich mir gut vorstellen. Weiß ich nicht. Carradins Kreuzung. Unglaublich, dass Harrowmont diesen Ort tatsächlich gefunden hat. Das hier war einst eine der größten Kreuzungen des Alten Reichs. Von hier aus kam man überall hin, auch zum Ortenteig. Geht voraus und haltet den Mund. Also wisst ihr, wohin wir hier von hier aus müssen? Hi, Branka hat Karten des Alten Reichs gefunden. Hier ist so viel eingestürzt, dass es nicht ganz einfach ist. Aber ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg zum Ortenteig. Seht ihr schon Spuren von Branka? Noch nicht. Aber ihr könnt mir glauben, dass sich das ändert, sobald wir auf dem Weg zum alten Ortenteig sind. Sie war auf dem Weg zu Carradins Zuhause. Okay, gut, sehr gut.
Gehen wir. Ich warte seit 2 verdammten Jahren darauf, dass jemand das sagt. So, wir werden aber einmal kurz zurückgehen, weil ich gerne noch wissen will, ob es da hinten noch weitergeht oder nicht. Aber wahrscheinlich nicht, nein. Geht zurück in die verdammte Stadt. In dieser Richtung werden wir Brunker bestimmt nicht hin. Jetzt sei mal lieb zu mir. Pfad der Dunkelheit, okay. Naja, das werden wir ja sehen. Nun, wen haben wir denn hier? Ein paar von Belens neuen Speichelleckern. Zeigen wir ihnen, wer König ist. Hä? Ich spüre sie wieder. Blöd wäre natürlich, wenn die jetzt auch noch heilen kann. Wir sind aber alle ganz gut. Was soll der Scheiß denn? Lohnschläger? Elfensöldner. Auch Geld. Gut. Leveln wir mal schnell. Derko. Ich habe mir so ein bisschen. So machen wir das mal. Aber ich muss natürlich immer noch, ich darf nicht vergessen, dass ich natürlich auch noch zu dem Haller muss. Also das habe ich überhaupt nicht vergessen bis jetzt. Machen wir das mal. Hä, aber wie kann ich das denn machen? Wie mache ich das denn dann, wenn das überhaupt nicht angezeigt wird? So. Ah, okay. Kann ich das wahrscheinlich noch nicht machen, okay? Aber wir sind so stark irgendwie jetzt. Ich fühle mich so stark. Ah, Winton. Wie wär's mit einem Schlückchen von Orgrins Hausgebrauten? Der Nektar der Götter. Der macht sich schon an unsere Win an. Nach dem Reinheitsgebot gebraut? Natürlich. Ich mag ja meist nicht beurteilen können, ob ein Bettlerarsch sauber ist oder nicht. Aber das gilt nicht für mein Bier. Also gut. Dann lasst mich mal probieren. Nun, was haltet ihr davon? Sehr lecker. Das ist süß. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Schöne Farbe. Hier könnten wir reingehen. Ja, ja. Aber ich würde ganz gerne erst, glaube ich, einmal nach da oben gehen, wo die erste Abzweigung ist. Leicht nussig, zarte Süße, sogar etwas rauchig im Abgang. Und irgendein Gewürz. Ich komme gerade nicht drauf. Und unterhalten sie sich erstmal wirklich über Rom und so. Das ist natürlich cool. Nelke, beim Stein, ihr seid eine Dame nach meinem Geschmack. Ja. Wenn ihr nicht diese Rüstung anhättet, würde ich euch ums nächste Eck ziehen und... Ey! Sage mal, Ogren. Bist du ein Lüstling? Ach cool, jetzt wirklich, man sieht wirklich schön an der gelben Linie. Hallo? Das ist wirklich schön, was ich hier. Wiedersehen. So. Du Typ, du. Wiedersehen. Stirb! Schön, dass wir so krass sind. Haben wir alle geschafft? Scheint so. Sehr gut. Erstmal jetzt wieder einsammeln. Und da kamen wir ja.
Fluss spart. So, da ist auf jeden Fall das. Schauen wir erstmal hier lang. Also wir werden uns bestimmt jetzt eine ganze lange Zeit treffen, wenn wir da irgendwo einen Scheiß treffen. Oh. Fuck, da war eine... Stimmt, kleiner Genlock, ey, hallo? Ich glaube, es geht nicht mehr. So. Darf ich jetzt erstmal einsammeln? Nee, darf ich nicht. Warte mal, der zaubert immer noch. Irgend so ein Blödmann hier. Das ist krass laut. Gesandter des Todes, geh weg! 50 zieht ab, wenn es nicht gut geht. So, oh Gott, wir müssen erstmal hier ein bisschen. Da kann ich nicht runter, da ist irgendwie was Gruseliges. Oh, erstmal alles jetzt hier töten, ne? Das wird ein langer Part. Aber ich verabschiede mich erst einmal. Kurz. Wir machen im nächsten Part natürlich sofort weiter.